Hallo meine Freunde und liebe Zuschauer, weiter geht's. Nach Schwefel und Wickelerzsuche. Bevor wir uns mit den Aliens anlegen hier, die Gebäude erforschen werden, die auf dem Planeten sind, dauert das noch eine Weile. Wir suchen jetzt erstmal wieder weiterhin ab, was wir so finden. Augen auf und durch, ne? Darum kommen wir nicht rein. Brauchen wir den Tafel. Wichtig ist erstmal hier Schwefel und Nickel. Es wird mich ärgern, wenn ich zu Hause bin und mir fehlen ein oder zwei von diesen Rohstoffen. Ah, hier, der ist schön am Rand. Sehr gut. Ein Rubin brauchen wir nicht unbedingt. Haben wir ja noch zu Hause. Gut, wir können einen mitnehmen. Ja, einen mit. Was ist das hier? Quarz, Quarz, Rubine. Wo ist jetzt Schwefel? Hier jetzt leider gar nichts. So, machen wir mal weiter. Achso, wir sind ja von vorne gekommen. Kommen wir hier lang. Richtung Südwest. Ach, du noch wieder. Die schwimmen an die Oberfläche. Scheiße. Wieso? Wieso? Wieso soll ich an die Oberfläche? Die Seemotte einsteigen. Hey du, droht er mir? Hat er mich etwa bedroht? Ach du meine Güte. Wahnsinn, er macht meine Mutter noch kaputt, ne? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Also, da kann ich aber richtig sauer werden. Und wir haben es gibt ja keine Waffen hier in dem Sinne. Es gibt eine Erweiterung für die Seemotte, ja, da kann man denen auch Stromstöße verpassen. Ja, das hat er dann auch nicht so gerne, aber das müssen wir erstmal herstellen. Dafür brauchen wir ja die Rohstoffe hier. Wickelerz habe ich ja schon einiges. Wichtig ist, ach du, geh weg, du. Hier. Ach nee, nicht schon wieder. Ach, was soll denn das? Der will mich aber ärgern hier. Jetzt hör mal auf. Ich will weg hier. Nicht so schnell. Nicht so schnell, Freunde. Wo geht's denn hier lang? Da oder da? Na, fahr mal nach rechts. Haben wir Grippe schon gesehen gehabt? Was haben wir hier? Ach, da ist auch was, ja. Oh, oh, das sind zwei. Schnell rein und raus. Ach, raus. Schon wieder halbtot. Da war dann noch einer. Ja. Dann nimmt's noch einer. Scheiße, da war nichts. Oh, hier. Nach oben. So, nehmen wir mal wieder hier. Etikett, 5 Schwefel, 8, nee, nicht ganz 8, ne? Wickelerz, verdammt, der Mott ist da, okay, hat man ein bisschen Zeit, zum Gründeln hier, das ist richtig viel los hier. Na komm, das war doch noch nicht alles. Ist aber auch schwer zu entdecken. Wenn, dann muss ich mit dem Krebsanzug hier rein. Den kann ich ja auch 900 Meter. Aber am liebsten mit dem Zyklopen. Ach, der ist schon wieder da. Mistvieh. Okay, dann gehen wir mal zurück.
Obwohl der uns platt macht hier. Haben wir hier noch was? Und da Licht taucht ja gar nichts. Irritiert ist es. Ja, das Mittelerz ist mal gut. So, mach da lieber aus. So, auch zur Seematte. Was haben wir hier? Auch nicht mehr. Gut. Hat auch noch was? Ich dachte, ich hätte was gesehen. Auch mal einmal hier rum. Na gut, nehmen wir einen Rubin noch mit. Mal was können. Platz haben wir noch. Zwei Plätze nur noch. Das schön wäre es halt, wenn wir noch ein bisschen Schwefel ernten könnten. Wir grenzen uns schon wieder an unsere Grenzen hier. Ich sehe ja nichts. Hier müssen wir so hoch. Wir haben noch 17 Minuten bis zum Treffpunkt. Na gut. Fahren wir mal. Wo ist der Treffpunkt nochmal? Moment, wo war er? Da. 200.000. Was? 200.000. Da müssen wir so nach oben. Geht nicht anders. Wir müssen nach oben. Hier geht's nicht. Hoch, hier vielleicht. Wir müssen einen Ausgang finden. Ach, nicht du schon wieder. Der nervt aber auch. So. Wir müssen nach oben. Irgendwie. Wenn wir es geschafft haben, wenn wir eine Boje setzen. Ich denke, wir werden hier eine Boje aussetzen. Ach, der schon wieder. Na. Der nervt mich da auch immer. Ja. Eins aufsetzen. Aufsetzen, bitte. Na. So, scheinbar Nickel. Nickel, Schwefel. Na, nicht so. Nickel, Schwefel, fertig. Bis wir ungefähr hin müssen. Geht erstmal nach oben. Nur noch 15 Minuten, bis die Sunbeam uns abholen möchte. Das wollt ihr bestimmt sehen, was daraus wird. Ich will nicht zu viel verraten. So. Wo ist jetzt... Ja. Da müssen wir hin. 200 Kilometer. Ach, da kommt mal eine Basis vorbei, ja? Ja, da können wir ja mal kurz an der Basis mal eben was auspacken. Auch nicht zu verachten. Trifft sich ganz gut, weil wenn wir denn da sind, wo die Zahnbeam landen will, kommen wir nämlich auf die Insel, auf die wir auch drauf gehen können und können auch einige Rohstoffe ernten. Die wir auch gebrauchen können. Da gibt es auch Lithium und so weiter. Davon haben wir ja recht wenig. Von daher. Er ist ganz günstig.
Ja, ist schon eine kleine Strecke, ist das schon. Aber keine Boje, ne? War auch nichts irgendwie. Nein. Oh, immer noch Zeit, 13 Minuten, das wird nicht schaffen. Von unserer Basis aus würde ich sagen, 3 Minuten oder so. So, erstmal hier abladen. So, Batterie könnte man auch mal austauschen, oder? Komm mal her. Eine Batterie. Jetzt gehen wir hinten ums Heck. Ey, du blöde Seekuh. So, haben wir ausgetauscht. Oh Mann. Wir werden dann wirklich vergasen, ja? So, hier haben wir ausgetauscht. Medikit nehmen wir mit. Wie haben wir? Andere haben wir ja hier. Ja. Aber ja. Oh, der war auch so gut wie voll, ne? Ja. Hier auch. Ah, hier der nicht. Ja. Gut, dann packen wir das hier rein. Schwefel haben wir wirklich nicht viel. Mal schauen, was wir damit anfangen können. Hilfsprobe, da kommst du auch weg. Ja gut. Hier. Da haben wir die Energiezellen. Wo habe ich denn? Wo habe ich denn hingepackt? Hier. So, dann tun wir die 53%ige hier rein. So, hätten wir das auch. Was haben wir denn hier noch? Und den Leiter mal auf die 1. Batteriemäßig. Wie viel haben wir überhaupt noch? Hier sind keine drin. Haben wir hier noch welche? Keine Batterien. Da sollte man welche machen. Ja, Batterien, warte mal. So. Pilz und Kupfererz. Haben wir noch Pilze? Pilze können wir ja ganz schnell so besorgen. Aber jetzt Gold. Und Kupfererz. Ja, haben wir hier. Hier haben wir Kupfererz. Einmal nur. Einmal. Das war nicht berauschend. Hier. Hier haben wir Kupfererz. Pilze muss ich mal draußen holen. Ja, auch hier ab. So, holen wir uns hier Pilze. 8 mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, haben wir 8, ja, haben wir, so, mehr, gehen wir hier hoch, so, ach, hier haben wir noch ein bisschen von dem, ach, hier haben wir noch Batterien. Die brauchen ja hier nicht rumliegen. So, dann haben wir hier die Motte. Hier, die Motten. Perimeterabwehrsystem. Ja, da können wir andere auch unter Strom setzen. Generiert ein elektrisches Feld, um aggressive Tiere abzuwehren. Polyanilin müssen wir herstellen. Ein Kabelsatz. Polyanilin, meine Güte. Das sind aber Namen hier. Polyanilin, da muss ich mal gucken. Erstmal hier ein paar Batterien machen. Ja, hier. So. Kommen wir erstmal reichlich Batterien. So, Polyanilin. Moment. Können wir nur hier feststellen? Ja. Da ist es. Einmal Gold, einmal Salzsäure. Salzsäure. Bei tiefen Pilze und Salz. Ach, Salz muss ich auch haben. Ah.
Salz habe ich ja bislang immer ignoriert. Ach, in 8 Minuten ist die Sunbeam da. Wir wollen es ja sehen. Ne? Freunde, wir wollen es ja sehen. Was haben wir denn hier? Irgendwas auszulagern? Die ganzen Batterien. Verdammt, das haben wir die ganzen Batterien hier mit. Okay, wollen wir mal schnell austauschen. Batterien. Du hast was auf der 1, ne? Ja. Bauer. So, komm her. Der weg. Ja. 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 Gut. Dann wollen wir mal schnell zu der Sunbeam. Ihr seht. Ich schaffe mal rechtzeitig noch. Also wo ist denn jetzt wieder mein Mod? Ja, da ist er doch. Was ist denn mein Mod? Welcome aboard, Captain. Ah, fahren wir erstmal. Wo ist es? Da. 1 Kilometer, schaffen wir. Schauen wir mal. Jetzt haben wir eine Strecke zu fahren. Ein Stückchen nehmen. Cola Light. Ja. Ja, schaffen wir locker. Da kommen wir an die Insel dran. Ja, ich bediene mich mal hier. Zieht sie ein bisschen hin. Dann brauche ich mal ein Zigarettchen. Habe ich ja. Der einzige Captain hier an Bord. Keiner da, der es verbieten könnte. Oh, herrlich. So. Ich denke, wir sind gleich da. Ah, hier. Ja, wenn wir Glück haben, können wir noch Diamanten finden. Ah, das war Lithium. Okay. Moment, ich wollte doch hier Seeleiter auf die Eins. So. Ja, komm her. Nur noch ein bisschen Zeit. Ach, ich sehe jetzt nichts. Hier nichts. Oh Gott. Fahren wir erstmal grob in die Richtung. Oh. Sind ja gleich da. Genau. Das ist hier die Brocken hier, die wir hier sehen. Das ist für unseren Krebsanzug, wenn wir den Bohrarm auch hergestellt haben. Dann können wir hier Rohstoffe hier rausbohren. So, Licht aus, Strom sparen. Gehen wir mal an Land. Gehen wir an Land. Ich weiß nicht, ob hier diese Krebse sind. Gehen wir mal ein Messer in die Hand. So, hier sollen wir warten. Hier ist unser Treffpunkt. So, hier sollen wir warten. Das ist hier die Alien-Konstruktion hier von dem Planeten. So, das war weg. Und dann gucken wir mal. Also, wir haben noch 4 Minuten Zeit. Sehe ich gerade. Ja, da sind ja doch die krebsartigen Viecher hier. Komm her, du. Komm her. Komm her. Wo du mich angreifst, greife ich dich an. Wo bist du denn? Bist doch nicht alleine, oder? Du hast bestimmt deinen Bruder wieder mit dabei. Wo bist du? Oh, ist wieder so dunkel. Licht nicht machen.
So, wir haben noch knapp 4 Minuten. Hier müsste irgendwo eine Tafel auch sein. Ja. Eine Tafel. Die haben wir schon gescannt, ne? Richtig? Violett. Achso. Violette haben wir nicht gescannt. Eigentlich schon, ne? So. Kraftfeldsteuergerät. Ja. Haben wir eine Tafel dabei jetzt? Nein, ne? Die Tafel müssen wir aus unserer Motte holen. Können wir die einsetzen? Dann könnte man hier schon mal reingehen, wenn man wollte. Aber wollen wir erstmal gar nicht. Moment. Weil er noch nicht von wichtiger Entschiedenheit ist. Ich weiß, da gibt es einen Höhleneingang, aber ist so weit weg. In ein paar Minuten hier hoch, ja, hier kommen wir auch hoch, ja. Können wir nachher mal hingehen. Vielleicht sollten wir doch mal hier aus der Motte. Haben wir die Tafel überhaupt mit? Ich glaube, die haben wir zu Hause, oder? Gut, dann gucke ich erstmal, ob ich die Tafel überhaupt dabei habe. Ja, lass mal sehen. Nein, natürlich nicht. Ich habe die Tafel nicht dabei. So, ist weg. Natürlich nicht. Doch, da ist sie doch. Ah, ist ja die Tafel. Gut, Batterien haben wir. Okay. Ganz genug. Ich weiß nicht, ob wir noch brauchen davon immer. Okay, nehmen wir noch das mit. Erstmal hier rein. Abspeichern. So, jetzt gehen wir raus. Gehen wieder an Land. Wir haben noch 1 Minute 41. So, dann rennen wir mal hier zu unserer Stelle. Hier sollen wir warten. Hier sollen wir abgeholt werden. Wir müssen gleich irgendwo auftauchen. Dieses Raumschiff, was uns abholen möchte. Von diesem Planeten. So, bin ich selber mal gespannt drauf wieder. Dann wird hier dieses Alien-Gebäude hier darauf reagieren, wenn unser Raumschiff die Sunbeam sich nähert. Das gibt auch schön Audio-Sound. Mal sehen. Der wird sich gleich bewegen. Dann warten wir mal auf den Countdown. So. Ne? Noch nicht. Sind nur noch 30 Sekunden. Jetzt tut sich was. Ja, seht ihr? Fängt die Automatik der Aliens hier an. Arbeiten. Er bewegt sich hier. So wird aus dem Gebäude eine scheinbare Waffe. Sieht aus wie Survivor, we see you. I don't know how you held out there. We broke an atmosphere and we're descending towards the landing site. Where's the sunbeam? Is that a building down there? What do you mean you can't identify? Wo ist sie? Sehen wir die noch nicht? Muss er hier irgendwo auftauchen? Da ist er. Das ist die Sunbeam. Da ist er. Die kommt jetzt runter. Countdown läuft. It's coming from the building? Und jetzt reagiert die Kanone. Alien. Ja, und unsere Sunbeam, ja, war mal ein Raumschiff, was uns retten wollte. Ist ein tausend Teile zerlegt worden durch die Alien-Waffe hier. Was wir hätten nicht verhindern können.
Tja. So sieht das dann aus. Oh Gott. Wenn wir schon mal hier sind, gehen wir mal nach oben. Wir haben noch Platz, oder? Ein bisschen Platz haben wir. Ah, hier haben wir noch violette Tafel. Ja, die haben wir jetzt gescannt. Auch noch mit. Dann haben wir schon mal zwei Tafeln. So, damit wir die nicht verlieren. So, was haben wir hier? Hier können wir auch. Ja, der fährt wieder zurück in seine ursprüngliche Position. Kanone ist wieder eingefahren. Wieder in Grundstellung. So, schauen wir mal hier. Salz brauchen wir, haben wir gesagt. Diese Aliens. Artefakte sind es nicht. Werde. Kommen wir. Komm, die Dinger, die finde ich ja wieder. Mindestens noch einer. Hier auch. Ja, die spüren überall rum hier. Wer? Hey du, wo bist du? Verdammt, machen wir noch fertig hier. Diamanten, na gut, Lithium, gut. Komm her du. Ja, siehst du, hab dich zu Schrimps verarbeitet. Mal weiter. Jetzt kann man später auch schon. Nee, kann man nicht runterspringen. Ja. Ich fällt mal voll auf die Nase. Schau mal hier. Ja, Gold. Ja, hier. Lithium. Das ist das, was wir wollten. Aha, hier haben wir auch noch Schiefer. Schiefer. Auf der Insel haben wir wenigstens ein bisschen Diamanten. Brauchen wir nicht so tief tauchen. Ein Glück haben wir wieder Lithium. Wovon wir ja gar nichts mehr zu Hause haben. Von daher sehr begehrt jetzt das momentan. Ja, hier machen wir den Rucksack voll. Ach, Inventar ist schon voll. Oh Mann. Ja, Gold haben wir ja genug. Tue ich mal weg. Immer hier noch so ein Ding. Ja, wir haben zu viel mitgenommen. Gold. Gold brauchen wir nicht. Verdammt, dann schmeiße ich ein. Nee, ich schmeiß leider von weg. Brauchen Lithium. Die Diamanten haben wir ja noch. So. Komm, ein Lithium noch. Da ist es doch. Besser raus. So. Ja. So. Lampe. Ach, schade, schöne Lithium. Ja, ich kann nichts abschmeißen jetzt hier. Ja, doch, ich kann noch ein Medikit nehmen. Aber nehmen wir uns mal eins mit und dann mache ich das erstmal. Gehen wir jetzt zurück. Wo sind wir denn? Hier geht's glaube ich raus. Ab nach oben. Wenn man rennen will, ist die Lampe weg. Geht mal wieder normal, ist die Lampe wieder da. So sieht's aus. So, dann machen wir wieder runter. Ne? Kommen wir später wieder her. Ach, wo sind wir denn jetzt? Ach, schon wieder bei denen.
Geht da nicht woanders lang? Warte mal. Können wir nicht hier irgendwie runterspringen? War da nicht so? Oh, Scheiße. Wollte ich gar nicht. Bin ich noch nicht tot? Oh. Hab ich nie gedacht, dass ich so tief springen kann. Ich dachte, ich wäre tot jetzt. So, weg damit. Platz haben wir nicht mehr für den einen. Nein. Gut. Und da wir eigentlich schon mal hier sind, müssen wir den Laderaum der Motte vollpacken. Ja, da ist schon wieder diese Piranhas hier. Verdammt. So. Komm her. Hier passt auch noch was rein. Am besten Batterien. So. Komm her. Du kommst raus. So. Ich denke, er wird das schon immer stehen. Wir brauchen Platz. So. Wo ist er? Da hinten. Da ist unser neuer Kofferraum. So, den machen wir jetzt nochmal hier schön. Jetzt geht's. Bisschen voll. Ja. Sicher. Und erstmal weg damit. Da komm, du auch. Gut. So, steigen wir erstmal ein. Guck mal. Ja, unsere Motte ist nicht so stark beschädigt. Alles gut. Wir können ja mal hier rumfahren, da brauchen wir so weit laufen. Ja, diese gepanzerten Haie hier, die gefallen mir gar nicht. Die machen auch kräftig Schaden. So. Wollen wir mal absteigern und rausgehen. So. Was haben wir denn hier noch? Blei, ob wir so viel Blei brauchen. Schauen wir mal. So, jetzt geht's wieder nach oben. Gehen wir mal ein bisschen auf Beutezug. Bevor wir. Da werden wir noch reingehen. Da können wir uns auch umschauen. Aber erst dann, wenn wir die Erweiterung für unseren Krebsanzug haben. Für den Zyklopen. So, brauchen wir wieder Licht. Licht an. Cool. Gehen wir nochmal. Ansonsten sehen wir ja nichts. So, wo haben wir denn? Hier hin. Ah, da sind wieder diese krebsartigen. Hey, du. So seid ihr sicher. Komm her, du. Glaube ich ja nicht. Die kann man so ganz schwer treffen. Die bleiben gar nicht stehen. Die springen dann einfach mal weg. Sind sie hinter dir. Ja. Ganz hinterlistige Tierchen. So. Das wäre der Licht. Mal hier gucken. Ah, noch eine Tafel. Das ist doch nicht schlecht. Gucken wir selber kommen. Ach, jetzt hier wieder raus. Hier geht's noch nach oben. Aha. Gut.
Komm her, du. Ja. Was haben wir hier noch? Gute Nische. Komm ich irgendwie hoch? Glaube ich nicht. Oh, oh, bisschen hoch hier. Was haben wir denn da? Salz. Morgen brauchen. Na gut, dann gehen wir wieder hier hin. Gold. Haben wir doch genug. Mal sehen, was wir noch einsammeln können. Ah, da ist ein Tor. Seht ihr? Damit kann man sich in andere Gegenden teleportieren. Machen wir mal hier. Fremder Bogen. Erstmal scannen. So. Ionenwürfel einsetzen. Noch haben wir keinen Ionenwürfel. Wir sind so hell. Grüne, hellgrün leuchtende Würfelstücke, die wir am besten auch mit unserem Krebsanzug abbauen könnten. So, hier sind wir trostlos alleine, glaube ich. Ja, so sieht das aus, das Tor. Wie in Stargate. Wenn ihr den Film gesehen hattet, hier geht es wieder runter. Dann gehen wir hier lang. Hier geht es, glaube ich, auch raus, ne? Ja. Nun gut. Oben waren wir schon. Versuchen wir mal gemütlich hier runter zu stiefeln. Sehen wir noch, hier sehe ich noch irgendwie was. Mit Sicherheit haben wir nicht alles gelootet. Das ist mit einer von den Krabben hier. Komm her. So. Du warst mal eine Krabbe. Aber nichts mehr. Naja. Vielleicht haben wir jetzt mal ein bisschen mehr Glück. Oh, unser Mutterschiff sieht schon ganz schön lediert aus. Von hier aus kann man die auch gut sehen. Sind hier komische, ja, wie soll man sagen, wenn man näher kommt, geht hier Licht an. Eine gewisse Sensorik hier, ein bisschen, wo die Aliens das bekommen. Ne? So, auf zur Seematte. Sind wir wieder gestürzt. Haben wir wieder. Ach, jetzt haben wir gar kein Medikit. Hier noch eins. Ja, haben wir. Können vielleicht mal eins nehmen. Nochmal zwei raus. Ja. Lass mal doch erstmal so. Ne, wollte doch einsteigen. So, jetzt geht's. Erstmal so ein bisschen rum hier. Würde ich dann. Lass mal hier ein bisschen rumtauchen. So, und dann gehen wir auf Kurs. Richtung Heimat.
15 Meter tief. Schauen wir mal nach oben. Können so leichte Sprünge machen aus dem Wasser. Da sieht man rechts da den hübschen Planeten hier. So wie unser Mond. Und links unser Mutterschiff. Herrlich. Herrlich. Welch eine Grafik. Macht. So, auf zur Basis. Vielleicht sind wir da. War hier noch was? Haben wir hier eine Boje gehabt? Signalboje? Nein, ne? War hier irgendwas Entscheidendes? Mal gucken, was gucken. Und wir haben ja keine Boje gehabt. Ah, da gibt es die Tür zum Aufschweißen. Na gut, dann werden wir hier eine Boje aussetzen. Dann brauchen wir die wieder. Habe ich jetzt beide ausgesetzt oder haben wir noch eine? Mal gucken. Ist nichts. Ich glaube, wir haben beide ausgesetzt, richtig? Jawohl. Ach, jetzt habe ich keine Boje dabei. Na gut. Dann bleibt es nichts anderes übrig, als hier zu verweilen und hier mal richtig nachzuschauen. So, meine Freunde, das war's für heute wieder. In dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wünschen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, mir vielleicht ein Like gibt oder wie auch immer, vielleicht mich abonnieren möchtet, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpassen würdet. Bis dahin wünsche ich alles Gute, bleibt gesund, euer Ernest Potter. Bis dahin.